Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute zum Valentinstag habe ich so eine Joghurttorte gemacht. Mit dem gefrorenen Himbeer und oben schön mit Götterspeise so ein schönes Herzchen gemacht. Und ich hoffe, dass meine Familie und mein Mann wird es gefallen. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachbacken. Ich wünsche euch heute einen wunderschönen Valentinstag mit eurer Liebsten, mit eurem Mann, Freund, Familie. Jeder hat seinen Lieblingsmensch im Leben. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß. Zuerst bereiten wir den Teig aus Butter, Zucker, Prise Salz, ein Päckchen Vanillinzucker oder ein Teelöffel von selbstgemachten und rühren wir das kräftig alles um. Das Mehl und den Backpulver sieben wir durch. Rühren wir jede einzelne Ei. Geben wir die Hälfte von dem Mehl. Und wir können schon den Backofen anmachen zum Vorheizen. 3 Esslöffel Schlagsahne und die restliche Mehl. Füllen wir unseren Teig in eine vorbereitete Form. Meine Form ist 26 cm, habe ich die ein bisschen mit angefettet und mit Paniermehl bestreut. Gleichmäßig verteilen. Jetzt geht unser Kuchen bei 150 Grad Umluft oder bei 175 Grad Ober-Unterhitze für 20 Minuten backen. Bis unser Tortenboden im Backofen steht, werden wir noch was zum Dekorieren zubereiten. Ich habe jetzt genommen hier 375 ml Wasser. Für ein Päckchen Götterspeise, Himbeer-Götterspeise, und die ist eigentlich für 500 ml ausgerechnet. Wir werden aber weniger nehmen, dass wir eine feste Masse bekommen, dass wir danach können auch Herzchen ausstechen. Ins Wasser geben wir jetzt Götterspeise und lassen wir es ungefähr so 5 Minuten quellen. So, nach 20 Minuten ist unser Boden fertig. Probiert bitte mit dem Stäbchen. Wenn es trocken, dann ist alles in Ordnung. Und jetzt können wir den Gitter den Teig rübertragen und richtig abkühlen lassen. Es geht wunderbar raus. So, nach 5 Minuten können wir jetzt auch schon Zucker anrühren. Und dann brauchen wir nur auf den Herd stellen, nicht kochen, nur aufhitzen und dass der Zucker sich auflöst. Mehr nicht, nur heiß werden. Wenn er das aufkocht, dann wird es nicht mehr gelieren. Auf jeden Fall, Zubereitung steht auf jede Tüte. Und hier steht direkt, nur erhitzen, nicht kochen. Die Götterspeise haben wir erhitzt und jetzt lasse ich auch in Töpfchen ein bisschen abkühlen, bevor ich in eine Form reinmache. Die Form habe ich jetzt genommen, meine Auflaufform aus Glas. Eventuell kann man die Form einfach mit der Frischhaltefolie belegen und danach kann man schön rausnehmen. Das habe ich schon mal getestet. Nur bevor ich in den Glasform reinmache, werde ich etwas erstmal abkühlen, meine Flüssigkeit. So, die Götterspeise ist jetzt etwas abgekühlt. Es ist noch sehr warm, aber nicht heiß. Und ich gebe in meine Form. Meine Form ist 30 x 20. Es kann sein, dass es sogar ein bisschen zu groß für diese Menge. Dann werden die Herzchen zu dünn. Wenn ihr wollt, dass die Herzchen etwas dicker werden, dann müsst ihr kleinere Form nehmen. Das ist natürlich jeden selber überlassen, wie ihr gerne möchtet. Ihr könnt dann bei mir nachschauen,
wie es das bei mir wird. Und dann könnt ihr den natürlich bei euch sehen. Jetzt, unsere Götterspeise sollte richtig fest werden. So, der Tortenboden ist jetzt abgekühlt, habe ich jetzt auf eine Platte gelegt, den Ring drumherum, und in den Ring habe ich so eine Dauerfolie reingemacht. Ich habe gesehen bei Celis Welt, wie die ihre Torte macht, und macht immer so eine Tortenfolie, Umrandung diese, und danach die Torte drumherum sehen richtig so sauber. Jetzt habe ich mir auch so eine Folie besorgt und werde mit ihr probieren auch zu arbeiten. Das habe ich jetzt alles vorbereitet und jetzt werden wir unsere Creme vorbereiten. Mache heute mit dem Joghurt. Eine Joghurtcreme wird da rein. Erstmal müssen wir Gelatine im kalten Wasser einweichen lassen. Sozusagen einfach Gelatine vorbereiten nach den Verpackungsanleitung. So, stelle einfach an die Seite zum Quellen und werden wir weitermachen. Hier habe ich jetzt ein Naturjoghurt genommen mit 3,5% Fett. Geben wir Zucker dazu. Zucker nach eurer eigenen Geschmack bitte probieren. Einer mag süßer, der andere mag gar nicht so richtig süß. Deswegen kann man auch nach Geschmack hier ein bisschen arbeiten. Dann brauchen wir eine Bio-Zitrone und von ihr werden wir die Schale abreiben. Die Zitrone habe ich schon heiß abgespült und abgetrocknet. Nur das Gelbe, Weißes brauchen wir nicht. So, und dann brauchen wir noch den Zitronensaft. Werden wir noch Zitronensaft auspressen. Den Saft von der ganzen Zitrone verrühren und werden wir schon schauen nach unserer Gelatine. Was für so ein herrlicher Duft, wenn man frische Zitrone verwendet. Die Gelatine ist richtig schön aufgequollen. Jetzt werden wir die ausdrücken und einfach nur schmelzen lassen. Nicht aufkochen, liebe Freunde. So, die Gelatine habe ich jetzt ausgedrückt und jetzt nur schmelzen lassen. So, die Gelatine haben wir jetzt verflüssigt. Und jetzt geben wir ungefähr so 2-3 Esslöffel von unserer Joghurtcreme rein. Und verrühren wir. Und dann ganze diese Masse werden wir unter unserem Joghurt anrühren. Alles gut abstreichen. Schaut, es fängt schon gleich zu gelieren. Kann man noch kurz in den Kühlschrank stellen und in dieser Zeit werden wir noch Schlagsahne schlagen. So, die Creme habe ich jetzt in den Kühlschrank gestellt und werden wir jetzt Sahne aufschlagen. Ich habe jetzt mir vorbereitet hier Sahne fest, aber vielleicht kriegen wir auch ohne. Das nehme ich nicht immer. Nur wenn mal Sahne will, gar nichts steif werden. So, so richtig fest müssen wir die gar nichts aufschlagen, so wie es jetzt ist. Es ist voll ausreichend. Jetzt können wir diese Sahne unter unserer Creme unterheben. So, wir haben heute wieder die Sahne fest nicht gebraucht. So, unsere Creme jetzt fast geliert. Geben wir die Sahne drunter und einfach unterheben. Ich mache heute mit den gefrorenen Beeren. Die Beeren habe ich aber schon aufgetaut. Deswegen werde ich jetzt die ganz vorsichtig unter meine Masse unterheben, dass die nicht so toll kaputt gehen. Und mit den Silikonspaten, das ist am besten. So, jetzt können wir uns die ganze Masse in unsere Tortenform reingeben. So glatt streichen und lassen wir unsere Torte ungefähr so 5-6 Stunden richtig fest werden. Am besten natürlich über Nacht. So etwas glatt streichen und kalt stellen.
Die Creme kann man probieren. Mmh, die schmeckt aber lecker. Mein Kuchen stand über Nacht im Kühlschrank. Jetzt schauen wir mal nach. Ist schon fest geworden. Nehme die Folie ab. So, ein bisschen glatt streichen, korrigieren. Und jetzt können wir noch auch dekorieren. Mmh, aber die Creme, die ist so lecker. Mmh, richtig köstlich. Durch die Zitronen und Zitronenschale. Echt wunderbar. Ich habe jetzt schon ein bisschen vorbereitet, weil ich wusste nicht, wie wird es mit meinem Herzchen hier sein. Und ich habe einfach ein Tuch genommen und ihn heiß gemacht und drunter gestellt. Und dann danach habe ich einfach die Herzchen ausgestochen und mit so einem zum Beispiel Spaten dann hier rausgenommen. So. So habe ich jetzt auch gemacht. Und das alle Abschnitte, die können einfach dann in die Schale reingemacht und die Kinder werden die schon so gerne aufessen. Dekorieren habe ich gedacht, es muss kein System hier sein. Einfach die Herzchen verteilen auf den ganzen Kuchen. Einfach egal wie. Groß und klein. Die können sogar eine auf die andere so legen. Einfach eine herzliche Angelegenheit machen. So, möchte gerne euch noch mal zeigen, wie dick sind meine Herzchen. Und wenn ihr wollt, vielleicht doch, dass es etwas dicker sollen die sein, dann könnt ihr in kleinerer Form es machen. Muss ich ehrlich sagen, mit meiner anderen Methode, die Frischhaltefolie drunter machen und dann mit der Folie einfach auf den Brettchen rausnehmen und rausstechen. Es war viel einfacher. Die sind auch von der Folie sehr gut abgegangen, meine Gelatinherzchen. Naja, das reicht dann aber schon. Und ich freue mich heute für meinen Mann und für meinen Sohn mit seiner Familie heute auf den Tisch servieren. Ich glaube, die werden sich freuen. So, liebe Freunde, so sieht unsere Torte, wenn wir ihn aufschneiden, er hält schön seine Form, läuft nicht auseinander, aber auch nicht so richtig hart oder fest. Der Boden ist so locker und saftig, die Creme ist so auch sehr locker, so seinig, sehr, sehr, sehr schmackhaft. Mmh. Durch das Zitronenabrieb und Zitronensaft, die Creme ist so lecker, richtig leckere Torte geworden. Ich kann euch nur empfehlen, das nachzubacken und sehr erfrischend. Es ist auch eine sehr schöne Sommertorte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und natürlich, ich würde mich sehr freuen über euren Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch einen wunderschönen Valentinstag. Bis bald!